So, jetzt ist es durch. Kiffen wird legal. Das haben die Parlamentarier im Bundestag beschlossen. Allerdings mit einem Fragezeichen. Der Bundesrat muss auch noch zustimmen. Auch viele CDU-Länder. Und die sind jetzt nicht begeistert, heikel, dazu später noch mehr. Wie verändert das Deutschland? Ist das ein Grund zum Jubeln? Tüte drehen? Sektchen aufmachen? Oder das Gegenteil, bei der Gefahr für die Gesundheit von Jugendlichen. Wir gucken uns das hin und her im Bundestag an. Er zum Beispiel, er war ja erst absolut dagegen und dann dafür. Mit den jetzigen Verfahren können wir den Kinder- und Jugendschutz nicht ernsthaft betreiben. Das Thema ist tabuisiert. Wir haben steigenden Konsum, problematischen Konsum. So hätte es einfach nicht weitergehen können. Andere reden so. Diese Ampel ist nichts anderes als eine Kiffer-Connection, liebe Freundinnen und Freunde. Was kommt denn da nun eigentlich und was folgt daraus? Wir treffen eine so ein bisschen enttäuschte Befürworterin von der FDP und einen extremen Gegner von der CSU. Inside Politics, Cannabis, Politik auf Droge. Ich sage es mal ganz langsam. Die Legalisierung von Cannabis wird kommen. Und zwar wahrscheinlich am 1. April und das ist kein Aprilscherz. Dafür haben gerade die Jungen bei Grünen, SPD, FDP über Jahrzehnte gekämpft. Die Ampel macht etwas wirklich lange Undenkbares nun möglich. Hört mal, wie andere Parteien das 2018 noch diskutiert haben. Fast alle seriösen Studien machen es mehr als deutlich, intensiver Cannabiskonsum macht einfach dumm. Und Sie von der CSU zelebrieren also öffentlich das Alkoholtrinken. Es ist wirklich absurd, mit welchen ideologischen Scheuklappen Sie Drogenpolitik betreiben. Ideologische Scheuklappen, sind die jetzt abgelegt? Jetzt der große Wurf. Schauen wir mal zusammen auf die Details. Danach dürfen Erwachsene, erstmal wichtig, Erwachsene, künftig zum Eigenkonsum bis zu 25 Gramm Cannabis besitzen. Sieht so aus wie das hier in etwa. Das sind etwa 2 Gramm und bald darf man dann ungefähr das Zehnfache besitzen und das soll reichen für ungefähr 75 Joints, hat die CSU ausgerechnet. Und man darf 3 Cannabispflanzen zu Hause anbauen. Außerdem sollen ab Sommer Clubs gemeinsam Cannabis anbauen dürfen. Manche belächeln ja auch die Details. Es soll ja eine Konsumverbotszone von 100 Metern um Schulen und Kitas geben. Wie soll das denn kontrolliert werden? Dann 3 Pflanzen. Wie soll das wiederum geprüft werden? Und in Fußgängerzonen darf erst ab 20 Uhr geraucht werden, also nicht um 19.30 Uhr einen Joint drin. Trotzdem, dass es überhaupt raus aus der Verbotszone kommt, O-Ton Lauterbach, könnte man ja schon als Erfolg nehmen. Die gesellschaftliche Haltung war ja lange, hört mal, von 2020 ein Zitat. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Cannabis ist kein Brokkoli. Nur dann kamen die Ampelparteien. Die wollten eigentlich viel mehr. Die Ausgangssituation. Koalitionsvertrag. Seite 68. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Eigentlich sollte es ja Shops geben, in denen gekauft werden kann. Und Cannabis sollte staatlich kontrolliert angebaut werden. Nur 2021 hat mir direkt ein Beamter aus dem Justizministerium gesagt, unmöglich. Das können Sie so niemals durchbekommen. Grund EU-Recht. Und so kam es dann auch. Ist das, was jetzt kommt, dennoch der große Wurf? Wir gucken uns mal die Befürworter an. Wir müssen die fragen, die jahrelang gekämpft haben, und zwar im Bundestag. Das hier ist der Hausausweis vom Deutschen Bundestag. Wir gehen hier jetzt gleich ins Jakob-Kaiser-Haus. Das ist so eine Art Eintrittskarte. Und dort treffen wir Christine Lüttke. Das ist die drogenpolitische Sprecherin der FDP. Ich bin Christine Lüttke. Ich bin die sucht- und drogenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion und setze mich für die Cannabis-Legalisierung ein. Und was bedeutet es jetzt, wenn das Gesetz durchkommt? Das bedeutet, dass wir einen großen Schritt machen hin zu einer modernen Cannabispolitik, welche die gesellschaftlichen Realitäten berücksichtigt und erwachsenen Konsumierenden mehr Selbstbestimmung ermöglicht, indem wir eben den Eigenanbau zulassen und den Anbau in Cannabisclubs und gleichzeitig die Entkriminalisierung geringer Mengen Cannabis ermöglichen. Die Liberalen, so lautet ja die Selbstbezeichnung, sehen es freiheitlich. Sie wollten eigentlich mehr. Frau Lüttke konnten wir noch in die Fraktionssitzung der FDP begleiten. Da sind ja rund 90 Abgeordnete und die besprechen die Themen der Woche. Cannabis stand auch
zur Aussprache. Die sind eigentlich froh, dass sie so ein prominentes Thema nun abräumen konnten. Ebenso die Grünen, die sind ja absolut dafür. Anders die Stimmung bei der SPD. Die haben zwar auch die Liberalisierung im Parteiprogramm, aber in der SPD gibt es einige Skeptiker und auch Abweichler. Noch am Dienstag, vor der entscheidenden Abstimmung vom Freitag, haben zwei Abgeordnete, Fiedler und Hartmann, einen Brandbrief geschrieben. Der SPD-Fraktionschef hat da noch einmal ordentlich Druck aufgebaut. Und so hört sich das an, wenn der Druck aufbaut. Am Ende wird es dann aber auch zu einer gemeinsamen Entscheidung der Fraktionen kommen. Das ist mein Auftrag als Fraktionsvorsitzender. Und das, wer sich dann noch schwer tut, das kann ich mit jedem dann im Einzelnen erörtern. Der Druck war also hoch, so zu stimmen wie die komplette Fraktion. Ist die SPD eingeknickt? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Alle drei Ampelparteien hatten es in den Wahlprogrammen und alle drei standen hinter der Legalisierung. Nur sind viele der Gründe, die eigentlich dafür sprechen, am Ende nun verwässert. Also lasst uns das mal genau ansehen. Schon jetzt ist Cannabis die beliebteste illegale Droge unter Jugendlichen und Erwachsenen. Warum dann nicht legalisieren? Wenn die Leute es eh rauchen, dann könnte der Staat doch wenigstens profitieren, sagen manche. Beispiel Jobs und Steuereinnahmen. Die Legalisierung von Cannabis könnte dem Staat laut einer Studie des Ökonomen Haukamp, Universität Düsseldorf, Mehreinnahmen in Höhe von bis zu 4,7 Milliarden Euro einbringen. Zum Beispiel durch zusätzliche Steuereinnahmen und auch durch die Entlastung der Justiz. Zudem sieht seine Studie bis zu 27.000 neue Arbeitsplätze vor. All dies allerdings nicht bei dem jetzigen Gesetz, sondern wenn es auch Shops, Anbau und so weiter gäbe. Der Schwarzmarkt also quasi tot wäre. Noch weitere Argumente pro sind Entlastung der Polizei und Justiz durch weniger Verfahren, leichtere Kontrollierbarkeit und natürlich Verbraucherschutz, weil es weniger verunreinigtes Cannabis gibt. Aber Gegner sehen das alles ganz anders. Die werden durch das neue Gesetz wirklich befeuert. Denn nun wird Deutschland aus ihrer Sicht ein Kifferland. Und das halten sie für brandgefährlich. Ich nehme euch nochmal mit in den Bundestag zu einem Mann, der absoluter Gegner ist und eine Haltung vertritt, wie sie sehr viele in der Union haben. Und was das bedeutet für dieses Gesetz, vor allem langfristig, das ist sehr wichtig. Wir sind jetzt bei Stefan Pilsinger, CSU-Abgeordneter und selbst Arzt. Und deshalb ist seine Haltung in dieser Frage besonders spannend. Hallo, guten Tag. Hallo, grüß Sie. Grüß Sie auch. Einmal hier? Jawohl. Wunderbar, danke schön. So, hallo. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie sind Arzt und sind dagegen. Vielleicht können Sie uns erklären, warum. Ich habe in München Medizin studiert und habe im Rahmen meines Medizinstudiums damals in der Münchner Psychiatrie ein Blockpraktikum gemacht. Und ich war da in einer Station, wo sehr viele junge Menschen waren, die große Probleme mit Psychosen und Schizophrenien hatten. Und fast alle diese jungen Menschen, die diese Probleme hatten, oft auch junge Männer, die haben davor intensiv Cannabis konsumiert. Und deswegen, aus persönlicher Erfahrung, bin ich dagegen, dass man Cannabis legalisiert und damit die Jugend weiter gefährdet. Sie haben ja auch mal gesagt, das war 2018 schon, intensiver Cannabiskonsum macht auf alle Fälle dumm. Ist es denn jetzt so, dass die Ampel die Republik dümmer machen will? Also es ist wissenschaftlich erwiesen, dass bei Menschen, die noch keine abgeschlossene Hirnentwicklung haben, und das ist meistens bis 25 Jahre der Fall, im Cannabis die Hirnentwicklung schädigt. Und das führt dazu, dass die kognitiven Fähigkeiten sinken. Und deswegen kann man schon sagen, intensiver Cannabiskonsum bei Menschen mit noch nicht abgeschlossener Hirnentwicklung, also bis 25 Jahren, macht dumm. Pilsinger arbeitet nebenberuflich noch als Arzt. Und wie seht ihr das? Wie gefährlich ist es für Jugendliche? Kennt ihr Jugendliche, die krank geworden sind? Bin gespannt auf eure Erfahrung. Viele fürchten, dass durch das Gesetz auch mehr Jüngere Cannabis konsumieren. Ärzte, Kindermediziner laufen regelrecht Sturm. Das größte Argument gegen die Legalisierung, die Gefährdung der Gesundheit. Cannabis-Sucht und psychische Abhängigkeiten. Eine europaweite Studie hat gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Psychose zu erleiden, bei Konsumenten dreimal höher ist als bei Menschen, die eben kein Gras konsumieren. Immer wieder verweist selbst der Gesundheitsminister Lauterbach auf die schweren Risiken für unter 25-Jährige, deren Gehirn sich noch im Wachstum befindet. Und gleichzeitig bleibt ja die Frage, ob Jugendliche überhaupt mehr konsumieren, wenn es legal ist, oder eben gerade nicht. Durch einen verstärkten Kinder- und Jugendschutz und durch die Betonung, dass es eben eine Droge ist, die gerade das wachsende Gehirn beschädigen kann, wollen wir Kinder und Jugendliche, indem wir das enttabuisieren, besser schützen. Das ist sowieso eine absolut umstrittene Frage.
wenn das Gesetz kommt, was bedeutet das für Polizei und Justiz? Wird die entlastet? Weniger potenzielle Straftäter? 2022 gab es insgesamt mehr als 174.000 polizeilich erfasste Cannabis-Verstöße. Wer mit Cannabis erwischt wird, muss bisher mit einer Geldstrafe oder in schweren Fällen sogar mit Gefängnis rechnen. Interessenvertreter von Polizei, Kriminalbeamten und Richtern fürchten, nein, nur jetzt müsse eben anders kontrolliert werden. Übrigens, ganz durch ist ja die Sache noch gar nicht. Der Bundesrat kann das Ganze nochmal in den Vermittlungsausschuss schicken, dann streiten alle noch einmal über die Argumente, die ihr gerade gehört habt. Und dann würde es am 1. April nicht kommen. April, April. Und da gibt es ja auch noch die Verkehrspolitiker, die streiten auch noch kräftig. Was bedeutet das fürs Autofahren, bekifft im Verkehr? Was soll da erlaubt sein? Wo liegen die Grenzwerte? Die Unionsfraktion hat übrigens schon angekündigt, im Falle einer Regierungsbeteiligung in der nächsten Wahlperiode, und die kann ja jederzeit kommen, die gesamte Cannabis-Legalisierung wieder rückgängig zu machen. Da schon viele SPD-Kollegen das Gesetz für absurd betrachten, gehe ich davon aus, dass wir, wenn sich diese massiven schlechten Auswirkungen zeigen, die durch dieses Gesetz ausgelöst werden, in 2 Jahren, wenn wir die Wahl gewinnen, dieses Gesetz auch wieder zurückdrehen können. Nämlich, was da gemacht wird, dass es handwerklich schlecht gemacht und inhaltlich falsch für den Jugendschutz und auch für den gesamten Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Und deswegen ist unser Ziel, diesen Auswüchse von Karl Lauterbach und der Ampelregierung wieder zu beenden. So, aber wer weiß, was kommt. Jetzt kommt jedenfalls die Legalisierung. Wie seht ihr das alles? Es ist ein wichtiges Thema. Schreibt eure Erfahrungen, Ängste, Bedenken oder auch, warum ihr ganz entspannt seid. Übrigens entspannt, dies hier ist Fake. Ihr kennt uns ja. Euch alles Gute, abonniert doch unseren Kanal und baut ihn mit auf. Wir freuen uns und bis demnächst bei Inside Politics.